So, jetzt sind wir, glaube ich, auf einem recht guten Weg hier. Gucken, kann ich jetzt hier noch weiter auftauchen? Können wir das Licht anmachen? Weil man da jetzt auch nicht so viel mehr sieht. Okay. Wir müssen jetzt... Ich sehe ja leider keine Beckenanzeige hier. Zu unserer Basis. Unsere Basis befindet sich im Norden. Das heißt, wir müssen auch hier wieder einmal wieder drehen. Ich denke mal, wir können auch hier auf den stellen. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja. Westen. Da sind die Balkons. Wunderbar. Ahead flagged. Emergency speed. Warning. Vessel calculating. Excessive noise. Extremer Lärm. Na, ist vielleicht jetzt nicht das Ideale. Aber gut, dann haben wir es ja dann. Achso, und so nah müsste dann ja wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen mehr anzeigen. Hier, das habe ich tatsächlich noch nicht. Das wäre vielleicht nochmal was, ja. Das wäre vielleicht wirklich nochmal was. Kommt dann auch mit auf die Liste, was wir noch hier mit reinbasteln. Neben den tiefen Upgrades. Schon. Hier kommt sogar wieder Licht durch. Sehr schön. So mag ich das. So, aufpassen, dass ich jetzt nicht vorbeischwimme. So. Oh, sogar die Oberfläche hier wieder sichtbar. Unsere Plattform. Da können wir dann weiter dran basteln. Ah, sehr schön. Unsere Basis. So. Erstaunlich, dass wir noch bei voller Gesundheit sind. So, bleiben wir mal hier stehen. Erleichterung, so ein bisschen Erleichterung ist jetzt da. Die ich dachte, zwischendurch schon dachte ich jetzt kaputt gemacht. Das wollte ich mal drin lassen. Das Nickelerz kommt jetzt mal mit. Das kommt mit. Sogar richtig beim Eingang, perfekt. Wieso ist hier Wasser drin? Muss ich das jetzt verstehen, warum jetzt hier Wasser drin ist? Ist das ein Bug? Was soll denn das? Kann ich denn jetzt erstmal hier Zeug loswerden? Ja, das funktioniert immerhin. Aber es ist ein bisschen ätzend, weil wir jetzt hier keine Luft drin kriegen. Hä? Ist hier irgendwo ein Loch? Passiert das? Kann die Basis volllaufen? Wenn hier irgendwo ein Loch ist oder so? Hatte die sowas schon mal? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Ansonsten gucke ich mal, was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe. Ich kann hier reinschwimmen. Hä? Dann werde ich nochmal neu laden, glaube ich.
Welcome aboard, Captain. Dann speichern wir nochmal. Dann verlassen. Systems online. Das kann ja nicht nur ein Bug sein. So, Basis wird geladen. Oder kommt das, weil ich mich mal nicht in der Basis ausgeloggt habe? Aber darf ja eigentlich auch nicht. Emergency power only. Oxygen production offline. Nächster Versuch. Aha, die Basis spricht wieder. Aber hier ist wieder alles voll mit Wasser. Okay, dann versuche ich mal jetzt ein Segment abzubauen und setze es wieder hin. Hilft ja nichts. Ja, das wäre jetzt noch der nächste Versuch. Da ist es. Ach, das ist kaputt. Tatsächlich. Wieso ist denn das kaputt? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Also als wir losgefahren sind, war ja noch alles heil. War hier noch mehr Löcher? Und wie kriege ich die Basis jetzt wieder wasserfrei? Wäre meine Frage. Gucken wir nochmal, dass wir jetzt hier mal raus, mal außen gucken. Ist hier so ein Fischamok gelaufen? Das ist doch was hier. Probleme, Probleme, Probleme. Ja, wahrscheinlich wurde die Basis angegriffen, als wir weg waren. Oder was anderes? Hab ich noch so eine Wasserflasche dabei? Nö. Na, vielleicht doch, war es doch so ein Kollege hier. Weil die Höhlenintegrität war doch eigentlich gut. Mal eben gucken. Ah. Captain. Jetzt passt es. Nee, passt nicht. Ich krieg noch keinen Sauerstoff. Irgendwie. Nee, er schwimmt auch noch. Ah, sie läuft lang. Läuft sie lang? Nee, hä? Doch, ich glaube, sie läuft jetzt langsam leer. Ja. Okay, dann haben wir hier auf irgendeine Art und Weise das hingekriegt, dass wir, jetzt machen wir hier nochmal ein Bild von. Ist ja unfassbar. Gut. Mann, 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 Mann. Zweifelt man ja aber doch so ein bisschen an sich selbst. Wenn die Basis kommt und die auf einmal wieder alles kaputt ist. So, hier auch noch. So, einmal wieder satt essen. Und wieder vollpflanzen.
Ne? So. Hier kann auch noch was rein. Passt. Dann können wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen weiter umschichten. Und dann vielleicht nochmal eine Verstärkung nochmal mit reinbauen in die Basis, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Achso, hier natürlich können wir auch nochmal das Beet wieder voll machen. Na. Brav. Ja, den hättest du jetzt nicht ernten müssen. So. Nee, wir müssen nach unten. Da ist es doch gleich. Haben sie schon eigentlich ganz gut gemacht, dass das hier direkt am Ausgang ist. Jetzt kann ich auf meine Schränke nicht mehr zugreifen. Nö, aber hier gibt es ja nur eine Seite. Ich weiß, man kann ja auch hier noch mehr Schränke machen. Aber die sind auch aus. Ist ja nicht der Motor aus? Nö. Jetzt ist der Motor aus. Mal gucken, vielleicht hat das ja was gebracht. Ansonsten noch hier ein- und wieder aussteigen. Ja, irgendwie hat er die Schränke nicht geladen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das Spiel macht mich heute fertig. Gut, das hier war ja kein Bug, aber... Muss ich bei den Schränken jetzt noch irgendwas beachten? Ansonsten muss ich das Spiel nochmal neu starten. Das ist zwar doof... Aber lässt sich dann jetzt... Ach, da brauche ich nochmal Lithium für. Aber das wäre jetzt echt ätzend, wenn jetzt die Ressourcen weg wären. Das wäre jetzt richtig schlecht. Das ist Quarz. Wie sah denn Lithium nochmal aus? Achso, den muss ich mal rausnehmen. So. Lithium. Habe ich nicht. Okay. Dann kann ich jetzt auch keine Verstärkung bauen. Okay, gucken wir jetzt nochmal hier rein. Das jetzt funktioniert hier. Nö. Also nochmal speichern und verlassen. Und versuchen hier nochmal zu laden. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt wieder an die Schränke rankommen, weil so bringt einem die Aurora nicht sonderlich viel und wir haben fleißig Sachen gesammelt. Also die Sachen möchte ich schon gerne wieder haben. Emergency power only. Oxygen production offline. Ich komme nicht mehr an meine Schränke ran. Power restored. All primary systems online. Habe ich jetzt hier irgendwie meine Schränke deaktiviert? Weiß das jemand aus dem Chat? Ob das ein bekannter Bug ist oder ob ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht habe? Ansonsten muss ich selber nachgucken. Das ist schon...
Das waren ja nur so optische Sachen. Das ist, ob man die Innenbeleuchtung an- oder ausmacht. Hier ist, wo gerade was kaputt ist. Engine powering up. Einmal drehen oder so. Ein bisschen bewegen. Engine powering down. Nee, die Frachterweiterung ist dann wahrscheinlich hier. Aber wieso lässt er mich da nicht ran? Ich kann die Schränke auch nicht mehr beschriften. Psst. Unfassbar. Ja, ist noch eine kurze Pause machen. Wird das jetzt hier für YouTube eine kürzere Folge und ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich einen Workaround finde für dieses Problem. Dann, sehen wir uns gleich wieder.